Das ist aber so. Da kann ich ja nichts dazu, ne? Guck, er macht schon wieder Foto. Au! In die Schnauze! Aber wir werden zurück vom Schnitzelhaus. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und nein, diesmal hat es wirklich nichts mit Pokémon Go zu tun. Und ja, ich könnte natürlich auch hier reingucken und euch angucken. Aber weil ich es gewohnt bin, gucke ich natürlich immer hier rüber. Denn ich bin immer noch beim Iswo unterwegs. Und er ist am Ackern, er ist am Arbeiten. Der Rams ist also allein zu Hause. Kennt ihr, mein Bruder Kevin. Der hat auch mal einen Film drüber gemacht. Rams ist allein zu Hause. Jetzt also, und ich habe gedacht, wenn ich schon den ganzen Tag hier rumeier, mache ich mal was Sinnvolles oder nur Quatsch und gehe mal einkaufen. Jetzt war ich also einkaufen und habe im Ispo seinen ganzen Pfand mitgenommen. Bei dem konnte man ja schon nicht mehr in die Küche reinlaufen. Überall die Dosen in der Ecke rumgeballert. Ich meine, alle säuberlich im Beutel, im Drecksbeutel, weil die ja rumsauen. Und in dem anderen Flaschen gesammelt und hat er mich also losgeschickt, beziehungsweise nicht geschickt. Ich habe ja gesagt, ich kann mich ja mal nützlich machen. Ich gehe mal einkaufen, ich nehme auch deinen ganzen Pfand mit. Das waren dann 16 Euro, die ich also am Pfand bekommen habe. Er hat mir noch 10 Euro so mitgegeben. Ich sollte ein paar Paulaner Spezi mitbringen, vielleicht was zu trinken, einen Toast. Jetzt bin ich zurückgekommen und ich habe hier den Einkaufszettel. Ich habe insgesamt jetzt also 18 Euro noch was bezahlt. Aber ich war bei einem Wert von 34 Euro noch was. Dann sind die 16 Euro schon abgezogen von dem Pfand. Und ja, dann ist sie immer noch bei 18 noch was angekommen. Hat also nicht gereicht. Da musste ich zum Iswo sein 10 Euro, noch 10 Euro von mir draufpacken. Und warum das so war, das sehen wir jetzt. Ich stelle euch dafür mal hier vorne ab. Und dann gucken wir mal, was der Ramses Schönes gekauft hat. Angefangen hat der ganze Spaß nämlich, was ja noch so teuer wurde, mit einer Flasche Dosmas. Und Dosmas, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Dosmas finde ich immer richtig genial. Da gibt es ja so viele Sorten. Das ist dieser Tequila-Zimt-Likör, den es zu kaufen gab. Original mit der durchsichtigen Flasche, wo man den sieht, der so golden ist. Und den fand ich so genial damals. Den habe ich mit dem Brösel immer getrunken. Und etliche Leute mochten den, manche hassten den auch. Und der brennt auch schön im Rachen, weil der eben diesen Zimtgeschmack hat. Und mittlerweile hat Dosmas natürlich ganz viele Varianten und Sorten rausgebracht. Diesen Pink Shot, Max Shot, Fire Shot, dann gibt es noch Kiss Shot, Pink Kiss. Aber verschiedene Sachen, einmal mit Whisky, einmal mit Wodka, einmal mit Rum, einmal mit sonst was. Der jetzt zum Beispiel ist der Nasty Nuts Shot. Mit Wodka. Und der fehlt natürlich in meiner Sammlung. Den habe ich noch nicht probiert. Hab den jetzt gesehen bei Edeka. Edeka Neukauf war man nämlich im Flamingo-Weg. Was ganz genial ist. Denn hier gibt es die Pelikanstraße, die Pinguinstraße, den Flamingo-Weg. Also richtig genial. Waren also beim Edeka. Haben uns eine Flasche Dosmas dann gegönnt. Die stelle ich mal hier vorne hin. Die ist ja jetzt erstmal uninteressant. Ne? So. Dann, was haben wir noch? Dem Iswo sollte ich ein paar Bier mitbringen. Ganz typisch, natürlich Becks. Wer den Iswo kennt, der trinkt eigentlich immer Becks. Da haben wir ein Bier. Wir haben zwei Bier. Wir haben drei Bier. Wir haben vier Bier. Wir haben fünf Bier. Der Ramses ist ja schlau. Der hat die nämlich, um sie besser zu tragen, weil die Tasche hier war total süffig innen drin. Also hat er einfach für 10 Cent sich so eine blöde Tüte gekauft, hat 5 Bier da reingeknallt und hat die Tüte für 10 Cent in den süffigen Beutel geknallt. So konnte er mit der Tüte noch was tragen, denn in der anderen Tüte, die er noch dabei hatte, die saubere, hat er noch ein sechstes Bier und noch ein siebtes Bier. Und noch ein achtes Bier. Und noch ein neuntes Bier. Und damit es besser aufgeht, haben wir natürlich jetzt 10 Bier. Da freut sich der Iswo, da wird er sich bestimmt auch denken, hä, wie hat er das denn gemacht? Wie hat er das denn alles weggekriegt? Denn er wollte letztens einen Kasten da anschleppen und ist halb gestorben immerzu. Und ja, so hat der Ramses einfach mal locker 10 Bier mitgebracht. Ohne groß Mühe, ohne groß Anstrengung. Ich natürlich bin bei meinem 5-0er geblieben, 5-0er Dosenbier, finde ich immer noch eine richtig gute Sache. Kenne ich sonst eigentlich auch immer nur bei Netto, dass es das gab, in Flaschen.
Jetzt hier haben sie es natürlich auch in Dosen. Im Rewe gibt es sowas zum Beispiel nicht. Im Edeka habe ich es jetzt also gesehen. Da bin ich immer traurig, wenn ich in Rewe gehe, dass ich da kein 5-0er Dosenbier bekomme. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Da habe ich mir nämlich auch mal eine Dose, zwei Dosen, drei Dosen, vier Dosen, fünf Dosen, ja, wer jetzt mitdenkt, sechs Dosen, der kann sich schon denken, sieben Dosen, auf was das hinausläuft, acht Dosen, neun Dosen, 10 Dosen, 5-0, und da denkt ihr, oh mein Gott, da ist doch der Rucksack geplatzt. Alle in den Rucksack geknallt und bei dem anderen Zeug noch das andere rein. Was ganz wichtig ist, was zu essen. Zum Frühstück gibt es bei uns nämlich meistens Toast. Und die hatten keinen normalen Toast mehr, also musste ich jetzt den Golden Toast nehmen. Aber das ist eigentlich auch genial, weil immer wenn ich zum ISWO komme, hat er sowieso Golden Toast da. Und er isst eigentlich immer Golden Toast. Weil das ist richtig genialer Toast, der schmeckt einfach besser, sagt er. Den toastet er sich immer, der will immer keinen Billigtoast. Bei Toast gibt es keine Kompromisse. Da wird der Golden Toast gekauft. Fertig. Und was braucht man zum Toast natürlich dazu? Ganz klassisch Schinken. Denn immer wenn wir das essen, entweder gibt es Leberwurst oder Schinken. Jetzt habe ich im ISWO mal so eine Packung Schwarzwälder Schinken mitgebracht. Ich hoffe, da freut er sich. War auch eigentlich ganz gut. Ist auch eine fette Packung. Ist reichlich viel drin. 200 Gramm. Dicke Aktion. Eins noch was, habe ich gedacht. Wird schon passen. Einfach eine Packung Schinken für den Dicken. Und wer mich kennt, weiß, was ich genommen habe. Bierwurst! Aber da steht jetzt leider Jagdwurst drauf, weil die Bierwurst war alle. Ich habe erst gedacht, die führen gar keine Bierwurst, denn nebeneinander stand da Rotwurst, Jagdwurst, Bier, Schinken, Schinkenwurst, Mortadella, sonst was. Bis ich gesehen habe, die eine steht doppelt im Regal. Und die doppelte war natürlich direkt bei dem Schild, wo Bierwurst stand. Und wenn du die weg hast, hast du gesehen, da war es leer. Also, keine Bierwurst, alle Leute wollen Bierwurst. Wenn ihr Bier kauft, müsst ihr auch Bierwurst kaufen und dann passt das schon. Jetzt legen wir das noch schön hier hin, dass das gut aussieht. Und dann können wir auch noch ein Foto machen. Und dann können wir an ISWO das schicken und sagen, guck dir das an, hab eingekauft. Sieht das nicht genial aus? Und dann hoffe ich, freut er sich natürlich. Jetzt machen wir mal die Kamera hier raus. So, da sind wir jetzt wieder zurück. Ist mal was anderes. Und ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich drehe das mal um hier. So sieht das also jetzt aus. Die hässliche Tüte tun wir mal weg, weil die sieht scheiße aus. Meinen Fuß nehmen wir auch weg. Da habt ihr jetzt also den Einkauf am Edeka. Und ja, ist richtig nice. Meistens essen wir eh nichts oder gehen essen, habt ihr ja gesehen. Da kam ja die Woche schon als so ein Burger-Video von Udo Snack, wo wir den Doppel-Udo-Burger probiert haben. Dann waren wir noch beim Pizzamann und haben eine richtig gute Pizza probiert mit leckeren Sachen drauf. Habt ihr ja sicherlich auch alles gesehen, wenn ihr mich verfolgt. Im Schnitzelhaus waren wir dann auch noch am nächsten Tag. Aber zum Frühstück muss immer Toast da sein. Dann wird mächtig Bier reingekippt, dann wird in die Stadt getorkelt und dann wird richtig dick nochmal diniert. So ist das Leben eigentlich hier abgelaufen. War auf jeden Fall richtig cool. Und jetzt rede ich schon so, als wäre es vorbei. Ist es aber noch nicht. Denn heute, wo ich das hier aufnehme, ist Donnerstag. Und Sonntag wollte ich ja dann wieder heim. Hab also noch ein paar Tage übrig. Ja, schreibt ihr mal rein, wie startet bei euch so der Tag? Was gibt es bei euch immer so zum Frühstück? Bei uns also immer Golden Toast mit Bierwurst oder Schinken. Ich mache mir immer noch ein bisschen Ketchup da drauf. Dieses leckere McDonald's Ketchup, wie man immer sagt. Das kennt ihr sicherlich auch. Und ja, das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.